Mit der neuen Saison hat das Tiroler Landestheater auch eine neue Spielstätte, das K2 im Foyer der Kammerspiele. Dort besuchen wir heute die Probe von 35 Kilo Hoffnung. Ein tolles neues Stück für Kinder und Jugendliche. Begleiten Sie uns und sehen Sie Ausschnitte aus diesem Stück. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu diesem Tirol TV Magazin. Jetzt gleich unser erstes Thema. 35 Kilo Hoffnung, eine österreichische Erstaufführung. Regie führt Fabian Kametz. Herr Kametz, was erzählt das Stück? Es ist ja ursprünglich ein französisches Stück. Das ist richtig. Es geht um einen Schüler, um einen 13-jährigen Schüler, der Konzentrations- und Lernschwierigkeiten hat und damit im System der Schule als Versager wahrgenommen wird. Und es geht darum, ihm die Möglichkeit zu geben, seine Stärken zu entdecken und sein Können, seine Verantwortung sich selbst gegenüber zu entdecken. Und dabei hilft ihm sein Großvater. Und dieser Großvater ist Ingenieur, hat die besten Schulen besucht, war immer Einserschüler. Und genau er hat das größte Verständnis für David, den 13-jährigen Jungen. Sollte das Stück auch prima Schüler und Kinder ansprechen? Ja, ich glaube, diese Problematik, in einem System daheim zu sein, in dem man seine Leistung nicht wirklich so präsentieren kann, wie es einem eigentlich entspricht, dieses Problem kennen viele. Und wir haben uns diesem Problem eben angenommen und versuchen, das schmissig, witzig umzusetzen, sodass die Schüler auch einen Spaß haben und natürlich auch für Lehrer geeignet und auch für Psychologen. 35 Kilo Hoffnung im Tiroler Landestheater, Premiere 17. November. Jetzt Nachrichten aus Tirol. Auch Johannes Reibmeier schaut immer wieder persönlich bei den Proben vorbei. Herr Intendant, das Tiroler Landestheater ist ja ein Dreispartenhaus. Musik, Tanz, Schauspiel, gibt es da Prioritäten? Auf keinen Fall. Mir ist es ganz wichtig, dass alle Sparten an diesem Haus die gleiche Bedeutung haben. Das habe ich von Anfang an so kommuniziert und so leben wir das auch. Sozusagen eine vierte Sparte ist Programm für Kinder und Jugendliche. Welchen Stellenwert hat das im Tiroler Landestheater? Die Arbeit mit Kindern und Jugendlichen hat jetzt schon und soll in Zukunft einen ganz großen Stellenwert bei uns erhalten. In der Tat, wirklich eine vierte Sparte, Theater für und mit Kindern und Jugendlichen und insbesondere auch ein ganz wichtiger pädagogischer Effekt dabei. Tirol TV bei den Proben zu 35 Kilo Hoffnung. Jetzt werfen wir einen Blick auf das aktuelle Wettergeschehen. Ich singe ein Lied für dich und die französische Erfolgsautorin Anna Gavalder kennt die diversen Probleme der Schüler. Sie war selbst Lehrerin. Mit dem Stück 35 Kilo Hoffnung will sie Mut machen, auch in scheinbar aussichtslosen Schulsituationen nicht aufzugeben und auch die Schwierigkeiten in Kauf zu nehmen, sich an ein Schulsystem anzupassen. 35 Kilo Hoffnung ab 17. November im Tiroler Landestheater im K2. Jetzt das nächste Thema auf Tirol TV. Du musst also ins Internat, hat man mir gesagt. Gefällt dir das nicht? Ein weiterer Ausschnitt aus 35 Kilo Hoffnung im K2 in der neuen Spielstätte im Tiroler Landestheater. Es spielen unter anderem Hanno Walden als Schüler David und Michael Arnold als Opa Leon. Ganz ein anderes Thema jetzt auf Tirol TV. Ab 21. Dezember ändert sich einiges im Versicherungsbereich. Tipps jetzt für beide Geschlechter von der Tiroler Versicherung. Wir haben jetzt Ende Juni. Der Schüler David in einer Konfrontation mit seinen Eltern im Stück 35 Kilo Hoffnung. Die Eltern spielen Petra Alexandra Pippan als Mama und Hans Danner als Papa. Ab 17. November im Tiroler Landestheater im K2. Kulinarisches Vergnügen jetzt auf Tirol TV. Koch mit Peter Zebisch. Jedes Jahr verlangten Sie, dass ich mein Ferienübungsheft Seite um Seite. Noch sind wir bei den Proben zu 35 Kilo Hoffnung im K2 im Tiroler Landestheater, eine neue Spielstätte. Premiere für das Kinder- und Jugendstück, 17. November, 15 Uhr hier im K2. In Kürze werden wir uns im Tiroler Landestheater sozusagen Backstage bewegen. Wir werfen einen Blick in die Schneiderei, dorthin, wo die tollen Kostüme entstehen. Also bis gleich in der Schneiderei. Jetzt wird's bunt auf Tirol TV. Wir haben gewechselt vom K2 in den dritten Stock im Tiroler Landestheater. Hier sind wir in der Damen- und Herrenschneiderei. Insgesamt arbeiten hier 18 Damen plus zwei Lehrlinge, einmal weiblich, einmal männlich, die große Ausnahme. Hier entstehen die tollen Kostüme für die verschiedenen Produktionen im Tiroler Landestheater. Ein Besuch hier am Theater ist für Sie immer ein Gewinn und gewinnen können Sie jetzt auch mit Tirol TV.
Entwürfe für aktuelle Kostüme am Tiroler Landestheater. Dafür zuständig in der Schneiderei ist Michael Zimmermann. Herr Zimmermann, wie entsteht so ein Kostüm? Was für Wege sind das, bis man es dann fertig auf der Bühne sieht? Also zunächst mal wird eine Konzeption gemacht, zusammen mit dem Regisseur. Man versucht innerhalb einer Produktion festzulegen, in welcher Zeit das Ganze spielen soll. Man versucht festzulegen, welcher Darsteller welches Kostüm trägt. Ich mache dann anschließend die Entwürfe für die einzelnen Produktionen. Zusammen mit mir am Haus sind verschiedene andere Kostümbildner auch tätig. Ich habe allerdings als Leiter der Kostümabteilung die Aufgabe, doch einen relativ großen Anteil der Produktion selber auszustatten. Und nach meinen Vorlagen, die möglichst detailgenau sein sollten, werden dann zusammen mit den Gewandmeisterinnen die Kostüme in der Schneiderei angefertigt. Wir suchen gemeinsam die Stoffe aus. Die Vorlage bei dem Regisseur ist dann auch nochmal, der Regisseur entscheidet mit, welche Kostüme eben halt innerhalb der Produktion genommen werden. Wir entscheiden dann, welche Probenmöglichkeiten wir haben. Das heißt also, auch Umzüge müssen fix mit eingeplant werden. Das heißt also, welche Kostüme müssen mit Reißverschlüssen, Druckknöpfen oder Klettverschlüssen gemacht werden, um schnelle Umzüge, wie jetzt beispielsweise aktuell in der Produktion der kleine Horrorladen, benötigt werden. Mit Tirol TV haben Sie die Chance, hinter die Kulissen zu schauen im Tiroler Landestheater. Heute sind wir in der Schneiderei. Jetzt noch einige Tipps für Ihre Freizeit. Jeden zweiten Donnerstag im Monat meldet sich Tirol TV aus dem Tiroler Landestheater. Wir waren heute bei den Proben zu 35 Kilo Hoffnung und haben einen Blick in die Schneiderei geworfen. Wo und wie entstehen hier die Kostüme? Noch kurz ein Blick auf den Spielplan. Freitagabend 19.30 Uhr La Vallée. Samstagabend die Nibelungen mit einer Einführung bereits ab 18.30 Uhr. Sonntagabend ab 19 Uhr der kleine Horrorladen und zum Kuckuck. Die Premiere von 35 Kilo Hoffnung ist am 17. November. Die Premiere vom Kindermusical Der Leb Kuchenmann 18. November und Premiere Il Barbiere di Siviglia am 24. November. Das war's. Servus.